Heute haben wir den Blick ein wenig geweitet und sind sehr froh, dass wir Dr. Tobias Lindner hier für unsere Landau Peace Lecture gewinnen konnten. Seit 2011 ist Herr Lindner Mitglied des Deutschen Bundestags. Ich glaube, Herr Lindner, jetzt alle Ihre Positionen, die Sie begleitet haben in den letzten Jahren, dann wäre Ihre Redezeit weg, aber ich suche mal ein paar hier raus, ob man im Verteidigungsausschuss sicherlich Experte für Sicherheit und Verteidigungspolitik, Sprecher für Sicherheitspolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und einfach weil mir der Titel so gut gefällt, den muss ich jetzt gerade nochmal nennen, der Titel der in VWL promovierten Dissertation war zur Manipulierbarkeit der Allokation öffentlicher Güter. Ich glaube, das gibt uns schon so ein bisschen so einen Vorgeschmack, in welche Richtung vielleicht auch der Vortrag gehen könnte. Ich freue mich sehr, jetzt Herrn Lindner das Wort geben zu können und bitte Sie, ihn auch zu begrüßen. Ja, lieber Herr Schilling, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Das Ganze hier ist eine Vorlesung und ich probiere dem Anspruch gerecht zu werden und natürlich spricht ein Bundestagsabgeordneter vor Ihnen, aber ich will relativ viel Zeit auch auf Diagnose verwenden und ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus schildern, was ich eigentlich mit unfriedlichen Zeiten meine. Ich verspreche Ihnen aber, ich versuche nicht bei der Diagnose stehen zu bleiben oder dort zu enden. Ich werde Ihnen sicherlich nicht jetzt in einer Stunde erzählen können, wie alles gut wird. Das ist ja auch gar nicht mein Anspruch und dieses Patentrezept habe ich nicht. Aber ich will es ja auch nicht frustriert nach Hause gehen lassen. Also ich will nicht irgendwie aufhören bei einer Beschreibung einer Welt, die ganz schlimm ist und wo wir nichts tun können, sondern Ihnen schon ein paar Ansätze nennen, wo man vielleicht was tun kann. Im Übrigen werde ich es vermeiden, in den kommenden 60 Minuten irgendwie über die Gorch-Fock oder die Berateraffäre was zu erzählen. Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn Sie da unbedingt was wissen wollen, dann machen Sie es gerne. Aber ich will tatsächlich heute ein bisschen so von oben heraus blicken. Deswegen habe ich die Veranstaltung auch genannt, Friedenspolitik in unfriedlichen Zeiten. Wo bewegen wir uns eigentlich auf einer Makroebene? Und ich möchte gerne damit anfangen, darüber zu sprechen, was ich mit unfriedlichen Zeiten meine, was unfriedliche Zeiten sind, wie ich die charakterisieren würde. Dann darüber reden, naja, welche Konsequenzen ergeben sich denn daraus. Und dann Handlungsansätze. Was ist eigentlich dann in diesem Kontext Friedenspolitik oder Politik, die Frieden schafft oder erhält, zu beschreiben? Natürlich werde ich an der Stelle auch ein Ticken politischer. Und ich will vielleicht eins noch vorneweg sagen, wenn Sie sich gewundert haben, ob Friedenspolitik in unfriedlichen Zeiten ein Widerspruch ist. Ich würde sagen, es ist kein Widerspruch, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also Friedenspolitik in friedlichen Zeiten, da geben Sie aber, glaube ich, recht, ist einfacher als Friedenspolitik in unfriedlichen Zeiten oder fordert uns zumindest heraus, was die Instrumente betrifft, sich zu fragen, passt unser Instrumentenkasten noch? Also kommen wir zu den unfriedlichen Zeiten. Die Zahl haben Sie vermutlich schon mal gehört. Weltweit sind über 60 Millionen Menschen auf der Flucht. So viel wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Wir in Deutschland haben das im Jahr 2015 dann sehr plastisch erlebt, aber wir brauchen ja gar nicht nur irgendwie hier vor unserer Haustür zu schauen. Sie müssen nur in den Nahen Osten fahren, Sie müssen sich Jordanien angucken, Sie müssen sich in Libanon angucken, Sie müssen sich am Afrika erwähnt, einfach mal Binnenmigration und Binnenfluchtbewegungen in Afrika anschauen, dann merken Sie, dass riesige Fluchtbewegungen bereits auf dem Weg sind. Und Herr Schilling, Sie haben ja Ressourcenkonflikte angesprochen, also auch die Treiber von solchen Konflikten werden ja mannigfaltiger. Es ist ja nicht mehr so, dass wir in einer geordneten, einfachen Welt leben mit zwei Blöcken, die irgendwie gegeneinander stehen und über die wir 90% aller Konflikte dieses Planeten erklären können und quasi zumindest wissen, welchem Rational der andere Block folgt, sondern wir haben mannigfaltige Treiber für Konflikte, eben auch, und Grüner sagt es natürlich immer, Klimawandel, anderweitige Ressourcenkonflikte.
aber auch das Muster von Konflikten an sich ändert sich. Also, ich habe gesagt, zwar keine zwei Blöcke mehr, man kann darüber streiten, ob die Welt multipolar oder unpolar geworden ist, wie viele Pole oder Großmächte gibt es eigentlich, glaube ich, könnte man den ganzen Abend miteinander verbringen. Konflikte werden kleiner, kleinteiliger und eben komplexer, weil ich sie nicht mehr in ein Schema reinpressen kann. Und die Art, wie Konflikte ausgetragen werden, auch die hat sich verändert. Wenn Sie mal die letzten 15 Jahre Revue passieren lassen, nicht staatliche Akteure nehmen zu. Also anders, also klar, Bürgerkrieg gab es schon immer, aber meine These wäre, dass Konflikte mit nicht staatlichen Akteuren zugenommen haben, was eine große Herausforderung ist, eben für die Frage, wie geht man mit solchen Konflikten um. Akteure, ob staatlich oder nicht staatlich, greifen stärker zu, ich nenne es jetzt mal irregulären Mitteln und ich will Ihnen erklären, was ich mit meine. Also ich meine damit noch gar nicht Cyber oder irgendwas oder Facebook oder möglicher russischer Einfluss auf die Wahl des US-Präsidenten, sondern mit irregulären Mitteln meine ich zum Beispiel die berühmten kleinen grünen Männchen auf der Krim. Also an sich ein sehr konventionelles Mittel, nämlich ich habe einen Menschen, der eine Uniform trägt, der bewaffnet ist und militärische Gewalt oder militärischen Zwang ausübt zur Erreichung eines Ziels. Aber mit dem Unterschied, dass dieser Mensch bei der Annexion der Krim eben kein Hoheitsabzeichen mehr trägt, kein Namen, nichts mehr, und ich mich erstmal 3 Tage lang darüber unterhalten kann, von welchem Land entstammt denn dieser Soldat. Ich bleibe jetzt an der Stelle auch bewusst in der männlichen Form. Also die Wahl von Mitteln, die sozusagen nicht in das Schema reinpassen, wie was eigentlich mal im Völkerrecht beantwortet hat, nimmt zu. Und dann eben der dritte Punkt, es kommen auch neue Mittel hinzu. Mit neuen Mitteln meine ich Cyberattacken, Kampf um Deutungshoheit, also neudeutsch Fake News, Kampf darum, öffentliche Meinung in Ländern zu beeinflussen, aber soziale Netzwerke, aber eben auch, und ich will Ihnen keine Angst machen, aber trotzdem die volle Bandbreite präsentieren, es war ja erst vor 3 Wochen die Münchner Sicherheitskonferenz, wo wir uns sehr intensiv unterhalten haben über die Zunahme sogenannter autonomer Waffensysteme. Darunter können sich die Drohnen vorstellen, die ohne Pilot fliegen, wobei die noch gar nicht autonom, sondern nur unbemannt sind. Aber mit autonomen Systemen, und an den Teilen wird sowohl geforscht von vielen Ländern, als auch, dass sie eingesetzt werden. Beispielsweise werden in Syrien durch Russland Kampfroboter eingesetzt. Also es wird viel entwickelt in Richtung von Automatisierung, von Robotern, eben von Flugzeugen, die nicht nur unbemannt sind, sondern dann auch autonom fliegen, bis hin zum Punkt, dass autonom Entscheidungen getroffen werden, wobei gigantische ethische Konflikte natürlich reinkommen, wo es aber einen klaren Treiber auch von Ländern gibt, solche Strategien zu verfolgen, mit dem Ziel, so nach dem Motto, wenn wir es nur schaffen, irgendwelche Sachen in Massenproduktion herzustellen, dann werden wir schon einen Konflikt gewinnen. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel, auch wieder nichts aus irgendwie Science Fiction, sondern reell geschehen. Israel hat einen Luftverteidigungsschirm gegen Raketen aus dem Gazastreifen unter anderem. So einen Luftverteidigungsschirm, egal wer ihn hat, den können Sie in der Fachsprache saturieren. Also sättigen, also überlasten, indem sie einfach eine Vielzahl kleiner Objekte auf das System geben. Irgendwann steigt ihnen das noch so komplexeste System dann am Ende des Tages aus. Und solche Effekte konnte man schon im Prinzip aus dem Gazastreifen heraus, wie ich beschreibe es eben nur, auf Israel beobachten. Genau an sowas laufen momentan von vielen Ländern dieses Planeten Forschungen, ob ein Konflikt der Zukunft nicht darüber entschieden wird. Aber was folgt daraus, also jetzt aus dieser reinen Diagnose? Eigentlich folgt ja daraus, dass unser Werkzeugkasten, also wenn wir jetzt das Ganze nicht militärisch lösen wollen, ich hoffe, das unterstellt mir ja niemand, dann wenn wir sagen, okay, was folgt denn daraus für einen rational friedlich denkenden Mensch? Dann wäre ja eine landläufige Antwort, und die ist ja auch richtig, dass unser Werkzeugkasten, mit Werkzeugkasten meine ich Instrumente, Abrüstung, Rüstungskontrolle, rechtliche Regelung, eine Weiterentwicklung des Völkerrechts beispielsweise, dass wir diesen Werkzeugkasten größer machen müssen.
Deswegen wird ja in Genf bei den Vereinten Nationen beispielsweise über eine Weiterentwicklung des Völkerrechts auf diese autonomen oder unbemannten Systeme gesprochen. Also eigentlich müssten sie auch zum Beispiel Regeln entwickeln, was ist im Cyberraum erlaubt und was nicht. Was geht denn sozusagen, also über Fake News müssten sie reden. Sie müssten darüber reden, wann ist es die Einflussnahme eines fremden Staates auf die inneren Angelegenheiten eines anderen, wenn dieser Staat oder staatsnahe Gruppen oder Stiftungen auf einmal hergeht und probiert bei Facebook bewusst Werbung zu schalten oder andere Sachen. Also sie müssten eigentlich alles, was zum Ende des Kalten Krieges beigetragen hat, an Instrumenten, KSZE, Abrüstungsverträge, Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen, all das müssten sie erweitern auf diese neuen Muster. Der Werkzeugkasten müsste größer werden, aber was passiert? Was passiert im Moment? In Wahrheit wird er kleiner. Warum wird er kleiner? Ein Beispiel ist das Ende des INF-Vertrags, des Vertrags, der bodengestützte Mittelstreckenraketen in Europa verbietet. Das haben Sie vermutlich alle mitbekommen. Der New Start-Vertrag, der Abrüstungsvertrag, der die Anzahl strategischer nuklearer Systeme begrenzt, der in den nächsten Jahren ausläuft, ist unklar, ob er verlängert werden wird. Die Vereinigten Staaten sind aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Internationale Organisationen sind unter Druck, die UNO vor allem, aber auch andere. Also in einer Situation, in der wir eigentlich einen größeren Werkzeugkasten bräuchten und einen besseren Werkzeugkasten, wird dieser Werkzeugkasten kleiner. Kurzum, unfriedliche Zeiten heißt eigentlich, es wäre vielschichtigere Konflikte haben, kleinteiligere, komplexere Konflikte, Konflikte, die nach neuen Mustern ablaufen und gleichzeitig unsere Werkzeuge zur Bearbeitung, zum Handeln dieser Konflikte kleiner werden. Und hinzu kommt noch zwei weitere Punkte. Wir führen kaum, zumindest würde ich sagen, ich nehme das weltweit jetzt in Anspruch, aber in Deutschland merken Sie auch, wir führen kaum eine Debatte, eine öffentliche Debatte, eine Debatte im politischen Raum darüber, was daraus eigentlich folgt. Die Debatte läuft sehr in einzelnen Säulen ab, wenn Sie sich das anschauen. Die Verteidigungspolitiker streiten darüber, wie viel Geld die Bundeswehr bekommen soll. Die Politiker, denen Entwicklungszusammenarbeit am Herzen liegt, die streiten darüber, okay, wie viel Geld soll es denn dafür geben? Das Auswärtige Amt wiederum und die Außenpolitik machen, die streiten wieder über andere Instrumente. Aber so eine übergreifende Debatte, was sind eigentlich die richtigen Instrumente? Also zum Beispiel, wie viel Militär ist nötig und ab wann wird es schädlich? Wie muss man eigentlich Dinge miteinander vernetzen? Redet man miteinander, die findet eigentlich nicht statt. Und letzter Punkt, und das ist nicht die Privatthese von Tobias Lindner, sondern von einem amerikanischen General, von relativ hochrangig, nach dem zweiten Bier abends beim NATO-Gipfel, damals in Warschau, da lief, glaube ich, das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft, da ist Deutschland gegen Frankreich ausgeschieden. Und der hat dann nur zu mir gemeint, Herr Lindner, wissen Sie, wir haben eigentlich eine Situation, die ist gefährlicher als der Kalte Krieg. Obwohl das militärische Potenzial nicht so groß ist, ist sie gefährlicher, weil unsere Fähigkeit, andere einzuschätzen, geringer ist als auf der Hochphase des Kalten Krieges. Auf der Hochphase des Kalten Krieges gab es zumindest zum Beispiel auf einer sogenannten technischen Ebene, das sind im Prinzip Militärs, die miteinander gesprochen haben, noch einen Austausch, auch wenn man sich nicht einig wird. Auf der Hochphase des Kalten Krieges war man in den meisten Fällen zumindest, ich relativiere es bewusst, aber in den meisten Fällen in der Lage einzuschätzen, wenn jetzt die andere Seite das tut. Ist es nur ein Manöver, ist es nur eine Übung oder ist es wirklich vielleicht der Vorbote für einen Militärschlag? Und diese Fähigkeit, die ist zurückgegangen. Wenn Sie sich anschauen, dass der NATO-Russland-Rat kaum noch zusammentritt, der wäre eigentlich das Gremium, gerade dann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Also es ist nicht das Gremium, in dem Sie die Probleme zwischen der NATO und Russland gelöst bekommen. Das glaube ich nicht. Aber das ist das Gremium, in dem man reden müsste, gerade wenn man Probleme hat, damit keine Situation entstehen kann, wo man aufgrund eines Missverständnisses, einer Fehleinschätzung am Ende in irgendeiner fatalen Lage landet. Und dieses Risiko hat eher zugenommen, um das ganz deutlich zu sagen.
Was folgt jetzt daraus? Ich habe jetzt probiert, Ihnen zu erklären, was ich mit unfriedlichen Zeiten meine. Mit Folgen, um das ganz deutlich zu sagen, meine ich nicht die Privatmeinung von Tobias Lindner, was daraus jetzt folgen müsste, sondern ich probiere Ihnen so ein bisschen zu beschreiben, was sind die weltweiten und auch die deutschlandweiten Trends, was sind die Diskussionsstränge. Also zum einen, es gibt ein Buch, das ehrlich gesagt auch ungelesen in meinem Bücherschrank im Moment liegt, von Robert Kagan, das ist ein ehemaliger US-Politikberater, der jetzt bei einem Think Tank ist. Das Buch heißt The Jungle Grows Back, was eigentlich im Grünen natürlich was sehr Schönes ist, wenn der Urwald wiederkommt. Aber was Herr Kagan damit meint ist, dass er sagt, naja, die Unordnung des Planeten, also die multilaterale Ordnung geht zurück, die Unordnung nimmt zu. Das Regelwerk, das wir uns gegeben haben nach dem Zweiten Weltkrieg, das eigentlich für Stabilität und Sicherheit gesorgt hat, gerät unter Druck und die Stärke des Rechts geht zurück und das Recht des Stärkeren nimmt zu. Das ist die erste Beobachtung. Zweite Beobachtung, angesichts der Tatsache, dass multilaterale Organisationen unter Druck sind, dass weniger Länder dran glauben, dass multilaterale Organisationen, sei es die EU, sei es die NATO, sei es die Vereinten Nationen, sei es die OSZE, dass die in der Lage sind, diesem Problem Herr zu werden, erleben wir natürlich eine Renationalisierung von Sicherheitspolitik. Also wir erleben einen Trend, dass viele Länder sagen, aus Angst oder weil wir nicht glauben, dass wir das international über Absprachen, Abkommen, vertrauensbildende Maßnahmen lösen können, helfen wir uns jetzt selbst. Und da können Sie anfangen bei Schutzzöllen im Wirtschaftlichen, aber können eben auch drüber gehen, wenn Sie sich mal anschauen, wie einige Länder ihre Rüstungsausgaben steigern. Und da gucken wir jetzt mal gar nicht auf die Großen, sondern gucken Sie sich einfach mal Osteuropa an, wie da Rüstungsausgaben gesteigert werden. Jetzt gar nicht aus einer Logik heraus, jemand anderen bedrohen zu wollen, sondern vielfach aus einer Logik, erstens fühlen wir uns bedroht und zweitens haben wir Angst, dass uns ein Dritter nicht hilft, also müssen wir selbst was tun. Was aber in der Konsequenz dazu führt, dass wir dann am Ende trotzdem mehr Waffen auf dem europäischen Kontinent haben. Und meine Grundthese ist, dass der europäische Kontinent nicht sicherer wird, wenn da mehr Waffen stehen. Also, um das auch deutlich abzugrenzen von der beschreibenden Wertung. Sie haben natürlich allgemein eine Diskussion, also eine Rückkehr der Diskussion um Landesverteidigung. Als ich im Deutschen Bundestag 2011 anfing und die Bundeswehrreform unter Thomas de Maizière ausgeplant wurde, hieß es noch, naja, wir sind eh von Freunden umzingelt, wir brauchen die Bundeswehr maximal noch sozusagen als Servicepartner, als zur Verfügungsteller von Truppen für Friedenserhaltende oder für Auslandseinsätze. Das ist Zweck der Bundeswehr. Wir müssen die Bundeswehr so zurechtbauen, dass wir in der Lage sind, Kontingente rauszuschneiden und irgendwo auf Planeten einzusetzen. Aber das Ganze geschah nicht mehr unter dem Gedanken, im Grundgesetz steht, der Bund kann Streitkräfte zur Landesverteidigung aufstellen. Das ist eigentlich der Zweck im Grundgesetz. Und dieses Denken, ich will ja nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist, aber dieses Denken, wir müssen mal wieder drüber nachdenken in der politischen Diskussion, brauchen wir Militär, um uns verteidigen zu können, nimmt zu. Mit allen Konsequenzen, ob man sie ablehnt oder begrüßt, nämlich mit Druck auf Geldausgaben. Vergessen Sie mal kurz die 2%, ich erzähle Ihnen einmal eine andere Zahl. Als ich anfing im Bundestag 2011, war der Verteidigungshaushalt bei 29 Milliarden Euro, jetzt sind wir bei 44 Milliarden Euro. Das ist nicht nur Inflation und Lohnsteigerung. Und ich glaube, mit 15 Milliarden könnten wir hier in Landau viel anfangen. Ich glaube, Sie hätten ein paar Ideen dafür. Also ich sage deswegen, vergessen Sie die 2%, weil ich Ihnen aber nur darstellen will, was schon geschehen ist. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weg vom Thema Landesverteidigung und reden über Auslandseinsätze. Also das ist top umstritten, mit dem Grünen können Sie auch stundenlang über Auslandseinsätze diskutieren. Und vermutlich sind wir danach immer noch nicht einer Meinung. Auch bei Auslandseinsätzen verändert sich was. Anfang der 2000er waren teilweise mehr als 10.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Auslandseinsätzen. Da gab es die großen Einsätze Kosovo und Bosnien auf dem Balkan und Afghanistan eben auch mit fast 4.000 Leuten. Da hatten sie viele Soldaten im Einsatz
aber in der Anzahl wenig Einsätze. Anfang der 2000er wäre jeder von uns in der Lage gewesen, die Einsätze der Bundeswehr in einer Hand abzuzählen. Wenn Sie mich jetzt fragen, und ich bin Sprecher meiner Fraktion für Verteidigung, dass ich Ihnen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr aufzählen soll, dann werde ich scheitern. Das ist teilweise eine Definitionsfrage. Wir haben jetzt statt über 10.000 nur noch maximal 4.000 Soldatinnen und Soldaten in Summe im Auslandseinsatz. Aber wir haben, je nachdem wie wir es zählen, zwischen 10 und 14 Auslandseinsätze. Teilweise welche mit nur 9 Leuten. Aber wir haben die These, die ich aufmachen will, ist, auch da wird die Welt unübersichtlicher. Die Anzahl der Auslandseinsätze nimmt zu, auch wenn es weniger Soldaten betrifft. Die Art, was da gemacht wird, ist irgendwie völlig unterschiedlich. Und natürlich muss man dann immer die Frage stellen, wenn man mehr als 10 Einsätze hat, was bringt's? Da wäre meine Antwort, kommt drauf an. Im Übrigen, wenn Sie jetzt den Politiker Tobias Lindner fragen. Aber auch da, also wir können ja eine Umfrage machen, wer von Ihnen in der Lage zum Beispiel ist, die Beobachtermission MINURSO. Weiß jemand, dass der UN-Einsatz MINURSO überhaupt ist? Das ist Westsahara, da haben wir einen Beobachter zum Beispiel, zeitweise. Und solche Dinge. Also was ich damit noch sagen will, auch diese ganze Lage wird unübersichtlicher und auch politisch schwieriger zu beurteilen. Und letzter Punkt. Bei den zivilen Instrumenten, wir sind ja hier an der Friedensakademie, bei den zivilen Instrumenten, finde ich, erleben wir eher so die Strategie Blindflug. Ich sitze ja auch im Haushaltsausschuss des Bundestags, da hat man den Vorteil, dass man verschiedene Ministerien kennenlernt. Im Verteidigungsausschuss kommt immer nur die Frau von der Leyen vorbei. Im Haushaltsausschuss kommen verschiedene Ministerien und da haben Sie den Punkt, da haben wir mal in einer Sitzung das Außenministerium gehabt, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und wir haben danach den Eindruck, die beiden reden nicht miteinander. Das ist eigentlich das Traurige. Also wir haben beiden 200 Millionen Euro jeweils mehr gegeben in der Sitzung, einmal für humanitäre Hilfe, einmal für Entwicklungshilfe. Wir haben dann die Frage gestellt, warum der Bau einer Straße in Mali humanitäre Hilfe ist, der Bau einer Straße im Senegal aber Entwicklungshilfe. Die Antwort habe ich bis heute nicht verstanden. Das muss nicht zwingend an mir liegen. Was ich also sagen will ist, Sie haben jetzt nicht die Situation, dass ich denen unterstellen würde, die tun gar nichts. Aber Sie haben sehr wohl die Situation, dass ich ja den Eindruck habe, naja, wir machen mal irgendwas, reden nicht richtig miteinander und haben kein abgestimmtes, kohärentes Konzept. Es geht so weit, einfach um Ihnen da auch, weil manchmal hilft ja eine Anekdote, Bundeswehreinsatz in Mali. Sie wissen vermutlich alle, dass meine Partei, die mal den Grundsatz hatte, geh waldfrei, als einer der vier Grundsätze der Grünen Partei, und dann 99 die ersten Soldaten in den Kampfeinsatz geschickt hat. Und dann Afghanistan, wir da 15% unserer Mitglieder verloren haben. Wir hatten da harte Diskussionen drüber. Wir haben dann auf einem Parteitag versucht zu klären, was Kriterien für Grüne sind und innerhalb derer wir einen Auslandseinsatz mittragen können. Ich kann Ihnen sagen, könnte ich jetzt lang ausführen, dass der Bundeswehreinsatz Mali eigentlich für Grüne der Bilderbucheinsatz ist. Also der Einsatz, der eigentlich nach unserem Parteiprogramm alle Kriterien erfüllen würde. Da können Sie also die Frage, gibt es ein UN-Mandat, gibt es eine zivile Friedenslösung dahinter, ist es ein System kollektiver Sicherheit und so weiter und so fort. Da können Sie Haken dran machen. Und trotzdem, ich habe das jetzt alles erzählt, weil ich das trotzdem erzählen will, sagen mir Angehörige der Bundeswehr am Ende, deswegen nimmt auch bei uns die Skepsis enorm zu, dieser Einsatz sei born to fail. So gemacht, dass er schiefgehen wird. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir zwar in Mali die Bundeswehr haben, dass wir in Mali Entwicklungshilfeorganisationen haben, die was tun wollen, aber das Ganze nicht verzahnt ist. Also wenn wir uns zunehmend jetzt im 9. Jahr dieses Einsatzes die Frage stellen müssen, ob überhaupt in diesem engen Rahmen an Sicherheit, meine These ist immer, Militär kann eben sowieso Probleme nicht lösen, auch im Auslandseinsatz nicht. Es kann maximal einen Rahmen schaffen, innerhalb dessen zivile Organisationen die Probleme lösen können. Aber wenn Sie sich Mali angucken, dann gibt es da vielleicht einen engen Rahmen, der irgendwie halbwegs sicher ist, aber da kommen zivile Instrumente kaum voran.
Und das meine ich mit meiner Beobachtung, Blindflug der zivilen Instrumente. Wir machen irgendwas, aber fragen uns überhaupt nicht kritisch, ob auf der zivilen Seite das, was wir tun, wirklich funktioniert und ob das auch zu einer Verbesserung beiträgt. Und jetzt letzter Punkt. Ja, ein bisschen. Also, bis jetzt stehen wir ja an einem Punkt, wo sie mich alle deprimiert angucken können, weil ich ihnen irgendwie erzählt habe, warum die Welt unfriedlich ist, weil ich ihnen erzählt habe, was daraus folgt. Und ich finde, das ist alles jetzt sehr erquicklich. Und jetzt haben sie noch einen Bundestagsabgeordneten vor sich, auch wenn es eine Vorlesung ist, erwarten sie ja, dass ein Abgeordneter irgendwas politisch erzählt. Ich werde ihnen jetzt auch kein Patentrezept hinschmeißen können, aber ich will einige Handlungsempfehlungen geben, die alle nicht vollumfänglich alle Probleme lösen, aber wo ich glaube, helfen können. Das eine ist, das ist jetzt die Triviale, am Werkzeugkasten arbeiten. Also wenn der Werkzeugkasten kleiner wird, müssen wir uns um den Werkzeugkasten kümmern. Mit Werkzeugkasten habe ich vorhin die ganzen Instrumente gemeint. Das heißt, zum einen gucken, dass er nicht noch kleiner wird. Wenn Sie sich das Thema Abrüstung anschauen, beispielsweise schauen, dass dieser New Start-Vertrag, der die strategischen atomaren Systeme auf dem Planeten begrenzt, dass der nicht Anfang der 20er Jahre den Bach runtergehen wird. Dass man gleichzeitig Werkzeuge weiterentwickelt. Also ich finde, für mich sind rechtliche Vorschriften weltweit, was ich tun darf und was ich nicht tun darf, nicht vergebene Liebesmühe. Also ich lebe lieber in einer Welt, wo sich eine Staatengemeinschaft auf Rechtsvorschriften verständigt, vielleicht auch, wo sich am Ende nicht jeder daran hält, als wenn wir uns darauf einigen würden, wir haben keine Rechtsvorschriften, wir haben keine Regelungen. Also Stichwort autonome Systeme, unbemannte Systeme, was ist im Bereich Cyber und Internet zulässig und was nicht. Daran anschließend, die multilaterale Weltordnung ist unter Druck und ich glaube, sie wird unter Druck bleiben, weil Länder wie Russland im Moment da wenig Bock haben auf internationale Organisationen und die Stärke des Rechts, weil Länder wie China viel Bock haben auf Regeln, aber nur, wenn es Handel betrifft und nicht, wenn es andere. Also ich überspitze jetzt ein bisschen bewusst, jetzt darf ich das auch, ja, für irgendwas ist man ja Abgeordneter, da darf man auch mal überspitzen. Aber die Menge der Staaten, die sagen, wir glauben an gemeinsames Wertegerüst, das uns trägt und das dazu führt, dass wir uns auch eine Ordnung geben mit Regeln. Diese Menge der Staaten ist unter Druck. Ich glaube, wir müssen daran arbeiten, da finde ich, da macht die Bundesregierung auch einiges. Sogar Allianzen, im Englischen heißt dann Allianzen der like-minded countries zu schmieden, also jetzt sagen Allianzen von Multilateralisten zu schmieden. Staaten, die ein Interesse daran haben, diese Ordnung zu erhalten, das ist vielfach Europa, das sind Deutschland, Frankreich, das sind aber auch Länder wie Kanada, wie Australien, wie Neuseeland, Japan, also die alle nicht zu vergessen, an einen Tisch zu bringen, zu sagen, wir müssen gucken, dass uns diese multilaterale Weltordnung nicht noch weiter zerbröselt. Und wir müssen gucken, dass wir mit einer Stimme sprechen. Vielleicht da auch ein kleiner Abbieger. Ich bin, was Herrn Trump betrifft, den habe ich ja noch nicht erwähnt, ein bisschen skeptisch, ob wir uns nicht in Deutschland und in Europa in die Tasche lügen. Die ganze Geschichte von Herrn Trump ist eine Geschichte des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Also ich erinnere mich noch gut, auch in den USA übrigens, wo ich dann dort war, wo man mir erzählt hat, also erste sozusagen geistige Verweigerung, der Mann wird nie Präsidentschaftskandidat. Ich glaube, das haben sie oft genug in ihrem Bekanntenkreis auch gehört. Der wird nie nominiert werden. Was darauf folgte, war dann die Aussage, okay, aber der Typ wird nie gewählt. Ich erinnere mich noch gut an meine Frau, wir waren in Berlin auf einer Wahlparty in der Nacht, um 2.30 Uhr sagte Tobias, du hast um 9 Uhr morgen Ausschuss, die Clinton macht es doch sowieso, kommen wir fahren heim und gehen ins Bett. Dritte Verweigerung, nachdem er gewählt war, haben die meisten Transatlantik-Experten erzählt, naja, aber das wird so eine Art zweiter Ronald Reagan werden. Der Typ hat vielleicht keine Ahnung von Politik, aber der wird sich mit Beratern umgeben, die Profis sind und der wird vielleicht so konservativ wie George Bush der Jüngere. Aber die werden es schon irgendwie hinkriegen und nicht alles, was ein Politiker im Wahlkampf sagt, macht er auch dann. Und ich glaube, wir rennen jetzt gerade in die vierte Verweigerung rein, nämlich wir erzählen uns alle gegenseitig, der wird nie wiedergewählt. Und da wäre ich ziemlich vorsichtig. Also zumindest würde ich mich nicht hinstellen und behaupten, der wird nie wiedergewählt.
Und jetzt müssen wir bedenken, wenn wir darüber reden, multilaterale Ordnung auf diesem Planeten zu erhalten. Weil was heißen dann 4 weitere Jahre Trump für uns? Ich glaube, da wird es dann nicht nur darum gehen, Allianzen trotz Trump zu schmieden, sondern da wird man an ein paar Stellen, ich bin des Anti-Amerikanischen völlig unverdächtig, wer mich kennt, aber wir werden dann Allianzen auch gegen Trump schmieden müssen. Wenn Sie das angucken, bei Autozöllen hat es das erste Mal gegen die USA gewirkt, als Herr Juncker nach Washington flog und die Europäer mit einer Stimme gesprochen haben. Das war so, für mich so der einzige Moment, wo ich den Eindruck hatte, wenn sich die anderen zusammenschließen, kommen wir an einem Punkt an, wo auch Herr Trump merkt, dass es so viel Verhandlungsmacht auf der Gegenseite gibt, dass es ihm wehtut, wenn er sich nicht bewegt oder auf Kompromisse einlässt. Und jetzt jenseits dessen, was heißt es für Militär? Ich habe Ihnen vorhin erzählt, viele Staaten denken wieder stärker über Landesverteidigung nach. Und es ist einerseits nachvollziehbar, also wer von Ihnen in den letzten Monaten oder Jahren im Baltikum war und sich dort mit der Bevölkerung unterhalten hat, der weiß, dass sie wirklich Angst haben. Und gleichzeitig ist es eine Riesengefahr, weil natürlich über Landesverteidigung nachzudenken sehr schnell in eine Rüstungsspirale führen kann. Also erleben wir eine Rückkehr des Kalten Krieges. Ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube nicht, dass in Europa sicherer wird, wenn mehr Waffen auf dem Kontinent stehen. Deswegen ist meine These, wenn man angesichts dieser Sorgen eine Rüstungsspirale vermeiden will, muss man noch stärker als in der Vergangenheit bündnispolitisch arbeiten. Ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, dafür werde ich auch oft genug kritisiert, die es richtig finden, dass 900 deutsche Soldaten in Litauen stehen. Sie kriegen da 900 deutsche Soldaten in Litauen, ist Russland nicht bedroht. Sie können mit 900 deutschen Soldaten nicht in Russland einmarschieren. Sie können mit 900 deutschen Soldaten auch nicht Litauen verteidigen. Aber sie können Litauen die Sicherheit geben, dass wenn jemand Litauen angreifen würde, dieser Staat auch auf ein Kernmitglied der NATO schießen müsste, auf Soldaten eines Kernstaates der NATO. Und das automatisch den Bündnisfall auslösen dürfte. Also die gleiche Strategie, wie man West-Berlin verteidigt hat. Sie konnten auch mit den alliierten Truppen in West-Berlin die West-Berlin verteidigen. Aber das ist sogar ein Tripwire-Argument. Also wenn man das tut, löst es was aus. Das ist alles nicht ungefährlich und es ist auch nicht erquicklich. Also ich stehe nicht abends vorm Spiegel und sage, juhu, 900 deutsche Soldaten in Litauen. Nein. Aber es ist mir lieber, als dass Litauen sagt, okay, wenn ihr nicht kommt, helfen wir uns selbst und kaufen jetzt eine Reihe nach Panzer. Das ist mein Argument. Mein Argument ist lieber rückversichern im Bündnis, als solchen Ländern zu sagen, dann helft euch doch alleine, weil das zu einer ganz anderen gefährlicheren Konsequenz führt. Und es braucht natürlich zweierlei. Es braucht neben dieser Rückversicherungspolitik, wie man sie immer, manche sagen auch Abschreckung, ich finde den Begriff blöd, ich sage Rückversicherungspolitik, also der Motto der Versicherungsvertrag NATO gilt, braucht es eben auch Dialog. Ich finde da die Diskussion in Deutschland ziemlich schizophren, weil man hört dann oftmals so den Impuls, ja, wir müssen doch mit Moskau reden. Wir müssen doch diplomatisch sagen, ja, natürlich müssen wir das. Aber es wird ja manchmal so getan, als sei das eine das Substitut für das andere. Also als ging es um die Frage, irgendwie Sicherheit zu gewährleisten oder zu wählen. Meine Antwort ist nein, da muss man beides machen. Zum einen, um diese gefährlichen Missverständnisse zu vermeiden. Also meiner Meinung nach macht die NATO da viel zu wenig. Die müssten eigentlich alle 2 Wochen den NATO-Russland-Rat abhalten. Der hat, glaube ich, seit der Krim-Krise 3-4 Mal getagt und ist schnell wieder auseinandergegangen. Sie müssen doch, also macht bewusst ja nach der Kuba-Krise das rote Telefon eingeführt, um sowas zu vermeiden. Also eigentlich müssten sie an sowas arbeiten. Und sie müssen natürlich auch reden, um zu sehen, wie sie Pfade entwickeln können, wie man schrittweise deeskalieren kann. Also gerade wenn man Kräfte stärken will, auch in der russischen Gesellschaft, übrigens auch im Kreml gibt es Fraktionen, kaum vorstellbar, dass es da Fraktionen gibt, aber mir sagen Russlandkenner, nein, um Putin herum gibt es natürlich eine Fraktion, die sagt, die Sanktionen tun weh und lass uns doch gucken, ob wir Sanktionen reduziert bekommen, wenn wir an anderen Stellen kooperieren. Und eigentlich muss man diesen Fraktionen ein Angebot machen. Also nicht irgendwie Sanktionen
bedingungslos zurücknehmen, aber diejenigen, die sagen, wir haben Interesse daran, dass da was passiert, auch sagen, was sie dafür tun müssen. Und da Hirnschmalz investieren. Im Englischen nennt man das die Off-Ramp. Wenn Sie mal in den USA Bergstraßen merken, das antiamerikanisch und unverdächtig. Wenn Sie einen Bergpass in den USA fahren, dann sehen Sie manchmal für LKWs sogenannte Off-Ramps, wenn es runtergeht, also falls die Bremsen versagen, Kiesgruben, wo die dann reinfahren können. Und eigentlich müssen Sie genau sowas in der Außenpolitik haben. Dass wenn ein Land erkennt, das Ganze eskaliert jetzt in eine Richtung, wo uns die Bremsen versagen, dass man wieder auch rauskommt aus dieser Eskalation. Letzte paar Punkte dazu. Steht bei mir raus aus der Nische. Und zwar aus zweierlei Art und Weise. Wenn Sie mal in Berlin unterwegs sein sollten, werden Sie merken, dass die Gruppe derer, die sich über Verteidigungs- und Sicherheitspolitik unterhalten, ein ziemlich abgegrenzter kleiner Haufen ist. Das sind vielleicht 300 bis 500 Menschen, wenn Sie alle Lobbyisten, Militärs und Politiker in den Raum sperren. Also nehmen Sie die Münchner Sicherheitskonferenz. Das sind zwar viele Leute, aber es sind halt auch nur 500. Ja? Viele Politikfelder sind breiter. Und diese Menschen genießen es, in ihrer Nische, in ihrer Blase zu diskutieren. Sie gewinnen in Deutschland ja auch keine Wahlen mit der Diskussion über Sicherheit. Sie gewinnen die Wahlen meistens nur, also sie machen öffentlich nur dann was, wenn es ein Skandal ist. Also deswegen könnte ich Ihnen jetzt auch komfortabel was über den Gorch Fock erzählen und Sie würden alle nicken, wie schlimm unser Steuergeld verschwendet wird. Kann ich gern machen, mache ich auch übrigens auch gern. Aber was ich mit meine, ist, die harten Themen zum Beispiel. Da vermeidet man es, drüber zu reden. Und es führt natürlich in der Demokratie, finde ich, zu mangelnder Kontrolle, wenn man die Leute in der Nische lässt, wenn man sie nicht herausfordert. Dann führt es natürlich so dazu, okay, das ist ein bisschen closed shop. Man regt sich dann ab und zu nochmal drüber auf, ob es 2%, 1,5% sein sollten oder ob es Geld nicht vielleicht reicht. Aber ansonsten sind die nicht großartig argumentativ herausgefordert. Wir brauchen eine argumentative Auseinandersetzung und die muss drüber hinausgehen über, ich finde Militär doof. Also ich erlebe das ja oft als Grüner, ich rede so. Und dann sagt jemand, aber Herr Lindner, Sie haben eine Stunde lang über so Details geredet. Sag ich, ja gut, dafür bin ich angestellt im Bund. Also verteidigungspolitischer Sprecher muss sich in verteidigungspolitischen Details auskennen. Ja, aber ich bin gegen Militär, ich würde alles friedlich lösen. Sag ich, ja, ich auch, gerne, schön. Aber damit sind meine Argumente ja noch gar nicht herausgefordert, sondern wir reden auf zwei verschiedenen Ebenen. Wir müssen raus aus dieser Nische. Und genauso muss man natürlich... Ich will Ihnen noch zwei Beispiele nennen. Also das wäre jetzt auch mein Punkt. Dann auch skeptisch bleiben bei den Rezepten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als Konsequenz aus der ganzen Misere wird die Bundeswehr ihre Kampfpanzer von 220 auf 320 aufstocken. 100 Kampfpanzer mehr. Kostet so eine Milliarde. Wie viele Kampfpanzer hatten wir auf der Hochphase des Kalten Kriegs? So 2000. Aber es hilft angeblich zur Verteidigung auch des Vaterlands, also 100 Kampfpanzer mehr. Eine Milliarde. Warum ist es mein Beispiel für skeptisch bleiben bei den Rezepten? Ich habe Ihnen vorhin was erzählt über das Muster, wie sich Konflikte entwickeln. Autonomie, Cyber, Informationsraum, Little Green Man. Ich persönlich glaube, dass wenn unser Land jemals wieder bedroht sein sollte, was ich nicht hoffe, die Frage, ob wir uns dagegen schützen können, sich nicht an 100 Kampfpanzern entscheidet. Sie wird sich überhaupt nicht an Kampfpanzern entscheiden. Ich würde sagen, an ganz anderen Fragen, beispielsweise wie sicher unsere Stromnetze gegen Hackerattacken sind oder wie resilient unsere demokratische Gesellschaft gegen Fake News ist. Daran wird sich Sicherheit in Zukunft entscheiden. Deswegen auch, der erfordert aber übrigens bei uns auch ein Umdenken, noch der Punkt. Wir müssen in den Antworten leider vernetzter werden. Jetzt bringe ich die Grünen hier im Raum auch gegen mich auf. Wir haben zu Recht in unserem Land eine Trennung von innerer und äußerer Sicherheit. Auch als Lehre aus unserer Vergangenheit. Für die innere Sicherheit ist die Polizei zuständig, für die äußere die Bundeswehr. Wir setzen kein Militär im Inland ein. Würde ich sofort unterschreiben. Richtiges Konzept. Was machen wir denn jetzt bei einer Cyberattacke? Also abgesehen davon, dass wir ein Cyberabwehrzentrum des Bundes haben, das am Innenministerium dranhängt, und bei der Bundeswehr aber auch Cyberstreitkräfte. Was machen wir in dem Moment, wo eine Cyberattacke stattfindet? Ich nehme mal das Cyberabwehrzentrum des Bundes. Wir entdecken, da greift jemand das Stromnetz an.
Wir probieren es irgendwie in den Griff zu kriegen, aber wir brauchen ein paar Stunden. Also in der Zeit, wo wir uns wehren müssen, sind wir nicht in der Lage, sind erst nach ein paar Stunden die sogenannte Attribution vorzunehmen. Also wer war das eigentlich? Waren das irgendwelche Kriminellen? War das inländisch? War das ausländisch? War es eine Terrororganisation? Oder war das eine Hackergruppe, die beauftragt wurde von einer Regierung? Oder war es vielleicht tatsächlich sogar ein Regierungshackerzentrum, wie es solche gibt? Weil daran hängt rein rechtlich ja die Frage, ob das ein Job der Bundeswehr ist oder ein Job der Polizei ist. Also ich erzähle Ihnen das Beispiel, um Ihnen klarzumachen, dass die richtige Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Sicherheit an irgendeinem Punkt zu verschwimmen beginnt. Und ich kann Ihnen darauf keine Antwort anbieten. Ich kann es nicht lösen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir müssen, wenn Sie meine These mit den 100 Kampfpanzern ernst nehmen, dass die nicht unser Land retten werden am Ende des Tages. Und die Frage, ob unser Stromnetz sicher ist gegen Hacker, also überspitzt, dann müssen wir uns dieser zweiten Frage stellen, ob es Situationen gibt, wo diese Trennung verschwimmt und wo wir vernetzter agieren müssen. Und die letzten beiden Punkte, jetzt auch wegen aus einer politischen Brille, zum einen nochmal zur Verteidigung, zur Nische. Die Bundeswehr verabschiedet alle paar Jahre ein sogenanntes Weißbuch. Das wird im Kabinett in der Bundesregierung beschlossen. Das Weißbuch der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik 2016. In dem steht quasi, können Sie runterladen, können Sie nachlesen, steht drin, zu sagen, wo will man mit Militär in Deutschland hin. Ich schimpfe ja gern Frau von der Leyen, da hat sie eine richtige Sache gemacht. Besser als Rot-Grün damals, bei seinen Weißbüchern. Nämlich hat bei der Erstellung dieses Weißbuchs ein öffentlichen, partizipativen Prozess gemacht, mit Wissenschaftlern, mit Abgeordneten, mit öffentlichen Veranstaltungen. Lasst uns drüber diskutieren, wir holen uns Input von außen. Super Sache. Das Weißbuch selbst ist im Wahljahr 2017 beschlossen worden. Und als es beschlossen wurde, wurde es im Bundestag genau gar nicht diskutiert. Also so wird es ja nie schon. Wir haben ein Buch, das determiniert quasi Fragen, wie viel Panzer es braucht und anderen Kram und wie wir mit Bedrohungen umzugehen gedenken, über Jahre hinweg. So ein Weißbuch hat meistens eine Lebensdauer von 5 Jahren, teilweise länger. Wir machen im Vorfeld einen Riesenprozess und danach wird das Ding einem auf dem Schreibtisch gelegt und nicht drüber diskutiert. Und das zweite Beispiel, das finde ich fast noch krasser, da erzähle ich Ihnen was aus dem Haushaltsausschuss. Wir haben zu Recht bei der Stabilisierung des Euro ganz strenge Regeln, wie unser Parlament mitredet. Sie haben vielleicht mitbekommen, im letzten Sommer hat Griechenland seine dritte und letzte Tranche an Geld erhalten aus dem Stabilisierungsmechanismus. Und dann hat, nachdem der Bundestag, also der Haushaltsausschuss, in dem ich sitze, keinen Widerspruch, also bevor ein deutscher Vertreter in diesem Gremium irgendwie die Hand nur heben darf, muss der Haushaltsausschuss des Bundestages informiert werden, zusammentreten und zur Bundesregierung sagen, wir erheben keine Einwände. Nur dann darf die Bundesregierung handeln. Dann hatten wir letzten Sommer den Fall, dass nachdem das war und so weiter, Griechenland hat auf 7 Inseln in der Ägäis Mehrwertsteuererleichterungen, um den Tourismus zu fördern. Und dann hat Griechenland gesagt, anders als vereinbart, wollen wir diese Mehrwertsteuererleichterungen nicht in einer Woche zurücknehmen, sondern erst am Jahresende in der Nebensaison, weil wir Angst haben, das wirkt uns den Tourismus ab. Das erzeugt Mindereinsparungen, weil wir müssen ja was einsparen, von 20 Millionen Euro. Die 20 Millionen sparen wir an einer anderen Stelle ein. Es ging um ein Milliardenpaket, ja, das sind 20 Millionen Bruchteile. Aber es ging also nicht darum, dass Griechenland weniger sparen will, sondern nur gesagt, wir möchten es gern anders machen, weil wir nicht in der Haupturlaubssaison die Mehrwertsteuer hochfahren wollen. Wegen dieser 20 Millionen Euro musste der Haushaltsausschuss des Bundestages 41 Menschen, unter anderem ich, aus der Sommerpause zurückgeholt werden. Wir wurden nach Berlin eingeflogen, sind zu einer Sondersitzung zusammengetreten und haben erneut sagen müssen, liebe Bundesregierung, wir erheben keine Einwände. Ein richtiges Verfahren, das ist Ihr Steuergeld, ein richtiges Verfahren. Im gleichen Sommer aber, im Juni, war in Brüssel der NATO-Gipfel. Da kriegen wir einen Vorbericht im Verteidigungsausschuss. Der Vorbericht ist genauso groß wie mein Zettel hier. Der Vorder- und der Rückseite steht drin, wann Abendessen sind der Staats- und Regierungschefs und wann welcher Ausschusstag. Dann kriegen wir auch einen Nachbericht. Zu diesem NATO-Gipfel fahren die Bundeskanzlerin, Herr Maas und Frau von der Leyen und sagen der NATO zu, dass wir unsere Verteidigungsausgaben bis 2024 auf 1,5% erhöhen werden, dass wir
bis 2030, glaube ich, mindestens drei Divisionen einsatzbereit haben, so viele Brigaden voll mechanisieren werden, das und jedes mit der Bundeswehr tun, 1,5% des Bruttoinlandsprodukts, was sind wir dann bei locker 55, 60 Milliarden Euro. Also einmal mal von 44 hoch. Wissen Sie, wie viel Parlamentsbeteiligung stattgefunden hat darüber? Null. Das ist schlecht für beide. Das ist schlecht fürs Parlament, weil wir quasi vor vollendeten Tatsachen stehen. Im Übrigen aber auch schlecht für die Bundesregierung, weil eigentlich probiert man ja in Fragen der Außenpolitik, vor allem der Europapolitik, auch die Opposition oft einzubinden. Schlecht für die Bundesregierung, weil sie nach Brüssel fährt, Zusagen macht, auf die sich andere verlassen. Ich finde die Zusagen übrigens inhaltlich falsch, nur um das klarzustellen. Aber man macht Zusagen, Dritte glauben das, weil die Frau Bundeskanzlerin und die beiden Minister sind ja vertrauenswürdige Personen. Und wenn dann der Bundestag im Nachhinein sagen wird, aber mit uns habt ihr die Rechnung nicht gemacht, dann könnten wir nur bei den Haushaltsberatungen die Kohle blockieren. Also dann würden wir unsere eigene Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit unserer eigenen Regierung auf internationaler Ebene torpedieren. Also das Verfahren, das, ich meine, beim Euro werden wir wegen 20 Millionen eingeflogen nach Berlin in der Sommerpause. Hier sagt die Bundesregierung mal locker flockig 20 Milliarden mehr pro Jahr an Verteidigungsausgaben zu. Und es passiert gar nichts. Da müssen wir ran. Und letzter Punkt, und dann komme ich zum Schluss. Wir müssen über Auslandseinsätze ehrlicher reden. Ich will heute Abend mit Ihnen gar nicht die Diskussion führen, braucht es die generell oder sind sie generell schlecht? Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber wir sind jetzt das 9. Jahr in Mali. Wir sind seit 2001 in Afghanistan, auch mit einem anderen Missionsprofil. Und wir müssen ehrlicher werden. Zwar in zweierlei Art und Weise. Erstens, wenn Sie es interessiert, laden Sie sich mal auf der Website des Bundestags so ein Bundeswehrmandat runter, also der Antrag, den die Bundesregierung dem Parlament übergibt. Wir können übrigens die Anträge nicht ändern, wir können nur ja oder nein sagen. Wir sind auch die wenigsten, weil oft höre ich dann, ja dann mach doch was, dann änderst du doch. Sag ich, nee, das ist ein Antrag der Bundesregierung, zu dem ich mich nur verhalten darf. So ein Antrag enthält all die rechtlichen Voraussetzungen, die der Gesetzgeber fordert, aber eben nicht mehr. Da steht also jetzt Afghanistan-Mandat, steht dann halt drin, die Bundesregierung wird ermächtigt, bis zu 1000 deutsche Soldatinnen und Soldaten für die nächsten 12 Monate nach Afghanistan zu entsenden. Das Missionsgebiet ist Afghanistan. Die Soldaten dürfen folgende militärische Fähigkeiten einsetzen. Erstens, zweitens, drittens. Kommandokette, die Soldaten unterstehen dem Kommando der NATO. Truppenrechtlicher Status und sonst was. Kosten, die Kosten werden bezahlt aus folgender Stelle im Haushalt, sagt finito. Und dazu müssen wir uns verhalten. Ja, ist parlamentarische Kontrolle. Aber ist es sinnvolle Sicherheitspolitik? Nein. Eigentlich müsste in so einem Mandat drinstehen: Die Bundesregierung verfolgt das politische Ziel, dass, jetzt können wir uns irgendwas zurechtspinnen, in Mali ein Friedensschluss gesichert wird und Rebellengruppen nicht die demokratisch gewählte Regierung wegputschen. Das ist zum Beispiel, dass man so anfängt. Deswegen wollen wir mit militärischen Mitteln einen Rahmen schaffen, in dem zivile Organisationen Entwicklungszusammenarbeit leisten können. Die Bundeswehr macht hierzu Folgendes. Nächster Absatz. Das Auswärtige Amt stellt folgende Mittel der humanitären Hilfe zur Verfügung. Das Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit führt folgende Projekte durch. Die Bundespolizei beteiligt sich an der Ausbildung von Polizisten. Also verstehen Sie, was ich meine? Das wäre ein vernünftiges Mandat. Und vor allem, wenn man ein Jahr später über die Mandatsverlängerung abstimmt, dann könnte man mal darüber diskutieren, sind die Ziele erreicht worden, sind sie nicht erreicht worden und warum. Das meine ich mit ehrlicher machen. Ich stelle regelmäßig im Verteidigungsausschuss der Bundesregierung die Frage, Herr Staatssekretär, welcher Zustand muss erreicht sein, damit Sie sich vor diesen Ausschuss stellen und sagen, wir können abziehen. Erklären Sie mir mal, welche Ziele müssen erfüllt sein, dass Sie sagen, Mission erfüllt und wir hauen ab. Ich kriege regelmäßig Schulter zu. Wir müssen an der zweiten Stelle ehrlicher werden. Nämlich wir müssen aus Respekt für die Betroffenen diese Mandate auch evaluieren. Das machen andere Länder. Seit 2001 in Afghanistan. Mehr als ein Dutzend, mehr als 20 gestorbene deutsche Soldatinnen und Soldaten.
viele, die zurückkehren mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Ich habe mich selbst mit welchen unterhalten, wo solche Privatprobleme aufkennen, Ehe in den Bruch geht, die Soldaten kennen, die sich danach das Leben genommen haben, weil sie nicht mit klar kamen. Andere Länder, wie beispielsweise die Niederlande, haben so einen Einsatz evaluiert. Mit unabhängigen Experten, mit Wissenschaftlern, auch mit Betroffenen. Man hat gesagt, okay, lasst uns doch gar nicht fragen, was man der Politik ja tut, wer ist schuld oder so. Sondern lasst uns mal eine Bilanz ziehen des ersten großen Kampfeinsatzes der Bundeswehr nach dem Krieg. Mit der Frage, welche Lehren ziehen wir für die Zukunft raus? Wo haben wir uns auch geirrt? Wo sind wir vielleicht auch in den Einsatz reingestolpert? Das wird bis heute nicht gemacht. Das ist das Fatale, weil man vermutlich Angst hat vor der öffentlichen Diskussion. Wo wir aber wieder beim Punktchen raus sind aus der Nische. Dann muss man sich halt mal hinstellen. Dann muss ich mich vielleicht auch hinstellen und sagen, man hat sich 2001 geirrt. Aber das wäre tausendmal ehrlicher als einfach kopflos sozusagen ins nächste Ding reinzustolpern und keine Lehren zu ziehen. Und letzter Punkt zu Auslandseinsätzen, wir sollten halt auch Schwerpunkte setzen. Ich weiß nicht, ob 14 kleinteilige Einsätze sinnvoll sind. Es wäre sinnvoller, wenn man international zusammenarbeitet, zu sagen, okay, wir machen das und andere Partner machen jenes. Es wäre auch für ihr Geldbeutel im Übrigen besser als Steuerzahler, weil sie müssen in jedem Einsatz einen Wasserkopf stellen, also Feldlager aufbauen. Es wäre aber auch für die Leute, die dort ihren Dienstleisten vermutlich sinnvoller und es wäre überschaubar. Was ich Ihnen jetzt angeboten habe in der letzten fast Stunde, und ich danke Ihnen schon jetzt für das geduldige Zuhören, ist natürlich einerseits eine Situationsbeschreibung, die alles andere als optimistisch ist. Also die Welt war vor 10 Jahren noch in einem besseren Zustand. Aber ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, ich will Sie nicht damit allein dann irgendwie jetzt hier einen Abend verabschieden und gehen, zumal es danach eh noch, mir gesagt wird, es gäbe noch was, aber ich will Sie dann nicht aus dem Vortrag entlassen mit einer Stimmung, Leute, die Lage ist schlimm und wir können nichts dagegen tun. Sondern ich glaube, dass wir in einer Situation, in der die Lage schwierig ist, unfriedlich ist, zwar unsere Instrumente verändern müssen und unsere Denke verändern müssen und gucken müssen, ob die Werkzeuge im Werkzeugkasten ausreichen und ob es die richtigen Werkzeuge sind. Und dass wir natürlich auch alle irgendwie uns ein paar unbequemen Wahrheiten stellen müssen. Also ich merke es ja in der Grünen Partei. Die Grüne Partei redet nicht gerne, also hat in den letzten Jahren da auch was verändert. Man redet nicht gerne über die Ausrüstung der Bundeswehr, weil wir zivile Instrumente bevorzugen. Trotzdem sagen wir natürlich inzwischen, auch viele Leute in der Bundestagsfraktion, Tobias, solange wir Leute nach Bali schicken, brauchen die aber die Ausrüstung dafür. Wir können nicht als Parlament mit der Mehrheit Leute wohin schicken und die haben keine Schutzweste. Und so, das meine ich mit unbequemen Diskussionen. Auch da müssen wir natürlich rein. Aber ich versuche Ihnen heute Abend schon zu vermitteln, auch in dieser Lage gibt es Dinge, die wir tun können. Manche sind kleinteiliger, manche sind abstrakter. Andere sind konkret, aber ich glaube nicht, dass wir dieser Lage hilflos ausgeliefert sind. Ich kann Ihnen kein Patentrezept anbieten, aber ich habe die These, man kann in dieser Situation sich richtiger oder falscher verhalten. Und ich habe versucht, Ihnen in der letzten Stunde zu schildern, was aus meiner Sicht die richtigen Instrumente sind und was auch wenn man es aus dem Blickwinkel der 80er Jahre vielleicht, in den 80ern hätte man das alles nicht Friedenspolitik genannt, aber wenn man sich fragt, was können wir in unseren Tagen heute tun, um Frieden auf diesem Planeten zu bewahren, dann glaube ich, dann sind wir nicht hilflos, sondern wenn wir den Werkzeugkasten richtig bestücken, bekommen wir es hin. In diesem Sinn danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen, Kommentare und Widerspruch. Herzlichen Dank.